Es geht also darum, jetzt eine Aktie auszuwählen. Mhm. Wie wähle ich eine Aktie aus? Eines der ganz wichtigen Sachen ist, wenn du nicht viel Zeit kannst investieren, wenn du sagst, du willst viele Aktien haben im Portfolio, dann solltest du dich auch eher auf grössere Aktien konzentrieren. Warum das? Warum grössere Aktien für jemanden wie dich, der sich jetzt nicht damit im Detail befasst? Weil dort hast du viel, viel mehr Manager und auch Anleger, Investoren, die ein Interesse haben, dass die Aktie gut geführt wird. Du hast also viel mehr Kontrolle oben in den Gremien von diesen Firmen, hast du viel mehr Kontrolle. Aber du hast auch bei den Eigentümern mehr Kontrolle, dass die Interessen der Aktionäre berücksichtigt werden. Und darum würde ich dir eigentlich empfehlen, wenn du jetzt mal einfach willst, Erfahrungen sammeln willst, dann kauf eher grosse Aktien. Okay. Was sind grosse Aktien? Wir haben eine Methode entwickelt, wo die Grösse der Aktien in Kleidergrössen ausdrückt. Also von XXS, oder? Ganz, ganz klein, bis zu XXL, ganz, ganz gross. Und wir haben das gemacht, weil, was ist denn überhaupt eine grosse Aktie? Oder ist das eine Aktie, die sehr viel wert ist? Das kann es aber gerade eine sein, die du nicht kaufen willst, weil es ist ein bisschen teuer, oder? Ist es eine Aktie mit vielen Mitarbeitern, mit viel Umsatz, mit viel Gewinn? Also, das sind alles Grössenmerkmale, wo man eigentlich könnte sagen, drückt die Grösse von einer Aktie aus. Nicht unbedingt die Firmengrösse in dem Sinne, wo dahinter steht, sondern eben die verschiedenen Aspekte. Es sind verschiedene Aspekte. Und wir haben all diese Aspekte konsolidiert in diese Grössenklassen. Das heisst, die Firma, die bei uns auf XXL geht, wo es wirklich eine grosse Firma ist, die hat eben nicht nur einen grossen Marktwert, sondern sie hat vielleicht auch, sie hat auch viel Umsatz, sie hat auch viele Mitarbeiter, sie hat auch viel investiertes Kapital, sie hat auch viel Gewinn. Also das sind wirklich, okay. wir haben versucht da etwas zu machen, dass du mit dem XXL oder XL weißt, du hast eine Firma, die wirklich gross ist. Auch Large ist immer noch gross, aber dann schon nicht mehr so gross. Mhm. Also ich würde dir als erstes empfehlen, fokussiere dich auf grosse Aktien. Okay. Da gibt es ganz viele Leute, die etwas davon verstehen. Das heisst, einerseits kannst du auf unsere grosse Klasse gehen, kannst schauen, ist das eine, die wirklich gross genug ist. Mhm. Aktie. Oder du kannst auch schauen, kennst du sie oder ist sie bekannt? Also die Story dahinter wird ja meistens so irgendwo ohne emotionale Bedeutung haben, oder? Genau, hat auch eine emotionale Bedeutung. Es ist aber so, dass halt viele Firmen gross sind und du kennst sie überhaupt nicht. Ich auch nicht. Mhm. Also okay. Irgendeine Firma, die kein Konsumprodukt anbietet, oder die dann vielleicht irgendwie Automobilzulieferteile macht für Lenkräder, Schiffsschrauben, genau. Mhm. Oder Abfallentwertung habe ich jetzt gesehen, ja. Oder? Du kennst keine Abfallverwertungsgesellschaft. Das ist aber ein grosses Thema. Ja. Ja, das ist ein grosses Thema, oder? Und dann kann man mit dem XXL und XL zusammen mit der Branchenbezeichnung dann so ein bisschen herausfinden, was das für eine Firma ist, und dann hat man schon eine gute erste Orientierung. Mhm.